Alter! Alter, ehrlich! Alle Platz stopfen! Wir hatten doch nicht für mich nochmal eine Runde auf dem Grog. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Gutshot, und wir spielen wieder eine Runde. Schlacht um Mittelerde. Nee, ist schon wieder falsch. Mittelerde Mordors Schatten. Ich komme immer wieder auf das Strategiespiel zurück. Fragt mich nicht warum. Ja, ich habe es eine sehr lange Zeit gespielt. Und für diejenigen unter euch, die es kennen, wisst ihr sicherlich, der Name brennt sich ein, weil das Game auf jeden Fall gut war. Für die LAN-Party hat das auf jeden Fall gut Bock gebracht. Zumindest für den, der im Endeffekt die richtigen Helden ausgewählt hatte. Oh, guck mal, hier rennt sogar noch einer von uns rum. Das ist sehr praktisch. So, ihr erinnert euch, weil ich ja gerade schon in eine Richtung renne, an den Zwerg vor ein paar Folgen, den wir getroffen haben. Den suchen wir jetzt wieder auf, weil der anscheinend auch irgendwie einen Auftrag oder beziehungsweise ein Kampagnenziel für uns hat. Und ja, da renne ich jetzt gerade nochmal kurz hin. Ein weiter Weg, aber er schafft das schon. In Mordor überlebt man nur, indem man jede Bedrohung tötet, bevor sie dich töten kann. Ganz genau. Die Orks quatschen auf jeden Fall immer ganz schön viel. Das ist so was, was mir in letzter Zeit... Oh, guck mal hier. Meine kleine Festung. Na, die wird doch bestimmt auch immer im Stand helfen oder irgendwas. Vielleicht war sie das auch schon, oder nicht? Ich hab's einfach nicht mehr im Kopf. Gucken wir mal. Ich frage mich, was die Hauptmänner nun tun, da der Turm hier ist. Die fangen besser an zu blicken, dass er nicht mitkriegt, wie faul sie waren. Den Turm? Welchen Turm meinen die? Welchen speziellen Turm? Habe ich irgendeinen Turm übersehen? Oh, Heiner. Hast du das gehört? Nee, hast du nicht. Ich bin gar nicht da gewesen. So, den Häuptling will ich auch nicht aus. Ich mache erstmal hier weiter. Leg dich nicht. Mal starten. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Na denn, auf die Suche losging. Er hat mich nicht gehört. Wird verschwendet werden. Wie heißt du, Weitläufer? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, wovor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen uns in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und... wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Lässt sein Fleisch da liegen? Ich dachte, er verschwindet nicht. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd: nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich.
Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Vargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor! Diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Was hast du denn? Ja, das ist ein Karagor. Der da drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor! Bitte um ein Tänzchen! Ja, Weil du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern. Aha, jetzt soll ich das auf eine andere Art und Weise machen. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder lass den Bastard auf dich losgehen. Was ist los? Ich hab jetzt rechts. Du willst doch springen, oder nicht? Scheiße. Okay, da springt also nur zu bestimmten Zeiten. Alter Schwede. Was denn jetzt mal? Oh Gott, Junge. Du wirst einen Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Okay, jetzt will er. Ach, er ist einfach so von hinten aufgestiegen. So, da bin ich. Wer denn da? Das ist doch kein Karagor. Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Gut. So. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Der Turm ist zurück! Ausweichen! Was für ein Spaß! Ich bin nicht größer mehr als du, mein Freund! Hör sie wieder! Der Karagor kümmert sich um den Ego! Na los! So. Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd. Denn klar kannst du einen Karagor reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Die Beförderung. Die Welt war jung, die Berge grün. Holt den Zwerg herunter! Er hat den tieferen Sturz! Und BÄM! Geht doch mit Schießen. Das ist ein Problem. Cool. Hey! Mein Karagor irgendwo. Wie ist der? Ja.
Tja, kannst du mal sehen, mein Freund. Sonst noch was? Gut, Junge. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Freunde. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. So. Ach, so eine. Jagen wir doch zur Abwechslung mal sie. Wir holen uns ihr Blut. Oh, der Schildträger. Der Schlag ist fertig. Yeah. Hier geht's richtig los, Jo. Einmal durchfahren. Wie Drive-By, Jo. Na, nicht werfen, mein Freund. Gewesen sein. Tja, 25 zu 12. Da ist dir einer entwischt! Halt ihn auf, bevor ihr Verstärkung holt! Ich muss mir eine Holzschlappe holen. In der letzten Nacht konnte ich den Tag nicht auf. Torben ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Was jetzt? Torven braucht Hilfe. Ui, Mitch Riddich, der springt auch ganz schön weit. Tötet seinen Karagor! Ich töte dich, Junge. Wie du weißt, ich hatte ihn. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und wenn wirklich Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du größte Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht würde ich nochmal mit meinem Herrn anreden. Okay. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Neue Aufträge verfügbar. Was haben wir denn hier? Jagdkumpan Torvin wird dir noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Graug zu stellen. Gut. Dann werden wir uns doch mal auf den Weg dahin machen. Ne? Damit wir langsam mal diesen Graug töten. Ich nehme an, dass die Graugs diese Riesenviecher sind. Die Teile zu reiten wäre ja allerdings mal genial. Hab ich da gerade etwas geklappt? Also. Und töten. Sehr gut.
hier hoch muss ich aber. So. Ich habe eine Fertigkeit freigeschaltet. Uiuiuiui, jetzt geht's wieder ab hier. So viel. Schulterstoß. Verbessert Sprintangriffe. Naja, so oft sprint ich nicht. Brandpfeil. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Brandpfeile verursachen heftigen Explosion. Verursachen heftige Explosionen, wenn sie auf Lagerfeuer oder Fässer geschossen werden. Okay. Geisterstoß verbessert Geistbetäubung. E drücken, sodass alle Gegner in einem kegelförmigen Reich um den Ziel. Ui, auch nicht schlecht. Todesdrohung. Sprich bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuptlingen. Mhm. Widerstandskraft. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Okay. Klingenmeister reduziert die Trefferserienschwelle für Hinrichtung, Geisterblitz, Kampfaufzehrung, Geisterbrand und Brandpfeil von 8 auf 5. Also ich werde mal das nehmen. Das kann mir nur zugutekommen. Ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Oh. Und das Geisterstoßding hat mir auch noch ganz gut gefallen. Attribute könnte ich noch freischalten. Was haben wir hier? Erhöhter Gesundheitswert. Den nehme ich immer mit. Ne? So. Steigen und dann kann es ja wieder weitergehen. Torvin hatten wir. Weiter geht's. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Oh Mann. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Wie jetzt schon? Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Halte Shift gedrückt, um dich an einem... Achso, ich soll ja vorlesen für euch, ne? Also, halte linke Shift-Taste gedrückt, um dich an einem unaufmerksamen Grauk anzuschleichen und drücke linke Maustaste, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Grauk massiven Schaden zu und lockt Karagor an. Okay. Ja, jetzt habe ich es mal für euch vorgelesen. Ich denke auch, ihr könnt alle selber lesen, aber... nee, geh mal wieder runter. Danke. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiter Schritt, Jungchen. Das Blut.
Blut lockt Karagor an. Spring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nun so schnell wie der Grau. Lass dich von ihm jagen. Ich erwarte dich. Das wird vielleicht ein Ritt. Auf ein Karagor, das ist ein Karagor. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Ja, ist mir schon klar, aber ich muss ja erstmal. Achso. Ich geh mal hier hoch. Achso, ich soll mir den gleich nehmen hier. Der liegt ja praktisch hier. Und leert das. Sehr gut. Das klingt recht einfach. Aufsetzen, Jungchen! Na, kommt er noch hinter mir? Ja, er ist noch hinter mir. Hey du! Ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Haar reichte nur bis zum Kinn. Was denn? Willst du überhaupt? Was gibt's Besseres, als einen Zwerg zu nachsehen? Wir sind echte Appetithappen. Falls du mich schnappst, bevor ich dich mit meinem Hammer erledige, schütt kein. Schieß ihm in den Kopf. Ah, okay. Was ist Schritt 4? Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denkst du nicht? Du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Grog aufzusteigen. Ja, nein, nein, nicht töten, nicht töten. Oh nein, nein. Ja, gut. Das hätte besser laufen können. Machen wir hier gleich nochmal. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst. Na los! Jetzt kann ich's erst. Jetzt. Ich hab eine Idee. Was tust du da? Kannst du dein Gehirn sein? Oh mein Gott. Was machst du? Das nenn ich einen Kerl. Alter Schwede. Grog können Feinde in der Umgebung angreifen. Sie können außerdem Urus greifen und essen, um Gesundheit zurückzuerhalten. Alter. Leute! Alter, ehrlich! Alle Plätze stopfen! Wir hatten noch nicht, wir will noch mal eine Runde auf dem Grog. Aushalten tut er auch ein bisschen mehr als Karagor. Er sollte jetzt wohl gleich mal was fressen. Oh, was fressen. Und wieder ein. Verdient. Er verliert noch ein bisschen mehr als ich gedacht hatte. Nein. Ich muss auch noch nah dran sein. Nein! Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Während du beim Grog reitest, benutzt du linke Shift und E, um deinen Reiter zu töten. Nett ist das aber auch nicht. Und ja, es ist schon
ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Yeah. Jawohl. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Gut. Okay. Dann haben wir, glaube ich, das letzte Ziel für diese Folge erreicht. Das machen wir noch. Hoffen wir mal, dass die nicht allzu lang dauert, sonst sprenge ich wieder das Zeitfenster. Aber ich denke, ihr bekommt das schon hin. Habt ihr das gehört? So, dann sind noch 1300 Fuß und dann haben wir es geschafft. Der große weiße Grauk. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Und wie schwierig das wohl sein wird. Aber ja unwichtig, weil ich ein viel größeres Ziel habe. Lass. Die sind überall. Die Häuptlinge sorgen besser. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Ich weiß, ihr wollt alle spielen. Aber ich muss jetzt ein wenig sprinten. Gerade auch, weil der Karagor mir da gerade ein bisschen auf die. Ups. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich, Karagor. Wirklich nicht. Wupp. Torwin ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Nein. Pass auf, mein Freund. Ich drücke einfach auf Annehmen und dann bist du weg. Torwin! Achtung, Jungchen! Der ist für mich, wa? Ich habe gerade noch Leertaste gedrückt. Hä? Ich drücke noch Leertaste. Oh, meine. So. Ne? Das ist ein anderer Karagor. Zeit für die Jagd deines Lebens, so kurz es auch sein mag. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Er hat's auch schnell gemerkt. Eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Was war das? Ich bin gerade auf etwas drauf. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe?
Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst. Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torven dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Okay, sind wir jetzt da? Wir sind da. Oh! Mein Cargo ist uns so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Korb zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Oh Mann. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Geschichte wiederholt sich. Regel Nummer 1. Ach egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ferne dich von Augen, um zum Angriff zu bewegen? Wohin soll ich mich denn entfernen? Schieße dem angreifenden Grauk in den Kopf, um ihn zu verwirren, und weiche ihm dann aus. Drücke nehmen. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Was drücken? Nichts drücken. Ja! Ein Treffer! Alter, Ficken! Wenn du den Grauk in den... Was denn jetzt? Wenn du den Grauk... Was hat in den Kopf oder die Hand schießt, hältst du ihn vom Fressen ab. Na,
Nein. Alter, ich komme nicht weg. Scheiße. Hand. Mann. Alter, diese Viecher nerven ab. Komm, und... Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal so eine scheiß Mini-Vier. Doch, komm, so eine Scheiße. Alter, das ist jetzt zum Kotzen, du stehst mit dem Rücken zu mir. Er reilt es nicht. Alter, der wackelt mir zu Müll rum, ne? Muss ich den Pfeil aufladen? Ne, muss ich nicht. Na, das muss mir mal einer sagen. Nein. Fuck, ist zu spät. Ich bin keine mehr da. Aber ich brauche Pfeile, ich brauche Pfeile, ich brauche Pfeile. So, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie. Rennen. Rennen wir jetzt im Kreis? Ja, wir rennen im Kreis. Wo willst denn du jetzt hin? Da. Wir haben nicht ewig Zeit. Einmal noch. Scheiße. Ja. Nicht mich! Nicht mich! Boah, wie viele sind denn das? Ich habe keine Elben geschossen. Ich habe keine Elben geschossen. Oh, leck mich am Arsch. Hier sind noch welche.
meine Fresse, wie viele soll denn... Alter. Ich kann das nicht lassen. Nein. Elbgeschoss benötigt. Alter, ich habe doch nicht gerade alles schon aufgebraucht, oder? Na, jetzt hat er schon wieder so viel Energie. Das schaffe ich nicht. Lass den fallen. Sind jetzt alle tot? Ne, das sind doch 4 Stück. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Oh Mann. Einfach fressen ist etwas, ey. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in silbrig Mondenschein. Okay, eine kleine Gesangseinlage. Was jetzt? Der Ladekreis ist am Rotieren, wie ihr seht, unten rechts. Ja, jetzt scheint wahrscheinlich wieder ein Video zu kommen, oder? Oder was? Ah, nee, nicht. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren, jetzt da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Ja, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, diesen Graug zu erlegen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Positives, negatives Feedback natürlich ab in die Comments. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Bis dahin, liebe Leute, wünsche euch was. Euer Gunshot.